mal wieder Blog rund um die schönen Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute das schöne Thema das Ende des Bewertens. Also jetzt, wenn man jetzt mal so guckt, was geht gerade so ab, da fällt einem ja auf, ja, also überall wird bewertet und ich habe auch das Gefühl, dass es auch im Beziehungsbereich echt zunimmt. Ich meine, ich bin immer noch der Meinung, es nimmt zu, damit es irgendwann mal abnimmt, weil ich glaube, so wird es nicht weitergehen. Man wird nicht mit dieser Kopf- und Ego-Haltung in Zukunft noch so durch Beziehungen kommen. Das ist irgendwie out. Ich meine, an sich nach funktioniert das auch nicht mehr so richtig. Und ja, was ist damit gemeint? Das ist, dass man immer irgendjemand, also jetzt nicht nur den Partner, Leute, die man trifft, immer bewertet, einsortiert, irgendwelche Labels gibt, auch hinterm Rücken über die herzieht und lästert und denen das nicht ins Auge sagt. Und also das sind alles Dinge, die menschlich sind, aber es ist total 3D erstmal und es ist einfach, ich will jetzt auch das nicht bewerten, also das haben wir nicht alle mal gemacht, aber es ist irgendwie vorbei, also das ist eigentlich schon drüber raus und also in Zukunft wird es, glaube ich, immer mehr ums Herz gehen, ne? Also Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind, auch zu akzeptieren, dass die ja ihre eigene Biografie haben irgendwo und ja, also aufgrund dieser Biografie eben zu gewissen, ja, wie soll ich mal sagen, Prägungen gekommen sind, zu denen sie eben gekommen sind oder auch sich für dieses Leben einfach bestimmte Dinge eingeblockt haben, also vorgenommen haben, diese bearbeiten wollen oder wo sie vielleicht anderen in die Entwicklung helfen wollen, indem sie für die vielleicht den Täter spielen oder ich weiß nicht was. Aber es bringt nichts. Da, also das bringt eigentlich persönlich nicht weiter, glaube ich, das immer wieder zu bewerten und man manifestiert auch für sich selber, glaube ich, dann Bewertung, dass man selber bewertet wird und beurteilt wird und das will man vielleicht auch nicht. Und das heißt jetzt aber nicht, dass es ein Ende von Grenzen ist, überhaupt nicht. Also du kannst sagen, du, also mit dieser Person, das passt gerade nicht zu meiner Seele, das tut mir nicht gut, das möchte ich nicht haben, also möchte ich nicht leben. Ja, und trotzdem sagen, du bewertest es nicht, du nimmst es einfach so zur Kenntnis, dass der andere so ist, wie er ist. Das ist vielleicht nicht, was du möchtest, aber vielleicht möchte jemand anders das oder und du versuchst aber diese Person auch nicht zu ändern dann. Das ist ja auch so ein, was damit einhergeht, ist immer wieder das Ändern. Und sondern du sagst einfach, ja, die andere Person ist so, wie sie ist. Ich kommuniziere auch gerne mit ihr mal darüber. Stell dann wahrscheinlich fest, ist der Person scheißegal, ändert sich eh nicht. Und geh da meinen Weg weiter. Aber beurteile ich das für mich, aber ich verurteile diese Person nicht dafür, ne? Weil du gehst nicht in deren Schuhen irgendwie, ne? Du weißt nicht, was sie durchgemacht hat, was für Prägung die hat. Und es ist manchmal schwer, wenn Menschen haarsträubende Dinge tun. Da kann man schon manchmal denken, ey, oh. Aber gut, wie gesagt, man kann das für sich ja auch denken und für sich sagen, brauche ich nicht. Und gleichzeitig, ja, sozusagen ist nicht, also auf seiner, im Herz bleiben, auf seiner allgemeinen menschlichen Ebene, dass es eben ein Teil des menschlichen Kollektivs ist, dem man da gerade begegnet ist. Und das hat auch alles einen Grund und auch für einen selber einen Grund. Und ja, und wenn man das so sieht, dass auch jeder Mensch, den du triffst, für dich irgendeinen Job macht, irgendwo auch dich in die Entwicklung bringt, dann fällt es einem vielleicht ein bisschen leichter, so im Herz zu bleiben. Ja, Wort zum Sonntag, ist aber kein Sonntag. Ich hoffe, ihr seid alles schön im Urlaub. Ich bin mal wieder in Good Old Hamburg und ja, und ansonsten hoffe ich, ihr erholt euch gut und wir werden uns bald wiedersehen.